Ich freue mich heute besonders auf einen Herrn, den ich wirklich schon lange kenne. Sie kennen ihn auf der Bühne, ohne Schuhe, Markenzeichen Stimmungskanone, sympathischer Kerl. Und jetzt sitzt er genau gegenüber von mir. James Cottrell, schön, dass du da bist. Good morning, everybody. Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Also guten Morgen. Ich freue mich extrem. Guten Morgen, 11 Uhr. Das heißt für Musiker meistens später aufstehen, oder? Also die meisten Musiker sind schon ja erst gegen so 14 Uhr zu sehen. Aber ich bin eigentlich ein Morgenmensch. Also ich stehe so auch am Sonntag gerne um 6 Uhr auf und dann starte gut in den Tag. Spätestens seit deiner Tochter musst du wahrscheinlich auch aufstehen. Ja, die ist jetzt 5 geworden. Wir alle Eltern wissen, wie es ist. Also aus mit Lie-ins und spät ausschlafen, ja, geht nicht mehr. Es gibt natürlich aktuell viel zu erzählen. Du warst auch erst diese Woche wieder viel auf der Bühne, hast natürlich auch wieder deine Musik zum Besten gegeben und es gibt auch Neues von dir. Yes, ich habe ein neues Album. Es heißt Let's Talk und es ist endlich da. Ich freue mich irrsinnig darüber. Neues Baby, ja, Let's Talk. Vor allem, wir haben viel Musik von dir heute mit. Du hast natürlich auch ein paar alte Hodern, unter Anführungszeichen. Classic. Hits. Und ich freue mich extrem, dass wir von dir das Neue auch präsentieren dürfen. Aber bevor wir noch loslegen, du hast ja dieses neue Album zu Hause aufgenommen, oder? Im Schlafzimmer sogar. Ja, also Corona, ja, das war schwierig für uns alle, aber ich habe die Herausforderung genutzt, um meine Künste als Produzent auszuwirken. Über die Jahre bin ich oft genug im Profistudio gewesen, um mich halbwegs auszukennen. Und ich habe dann natürlich genug Zeit gehabt, um bei YouTube die Tutorials anzusehen, um mich auszubessern bei den eher schwächeren Sachen. Also ich freue mich irrsinnig. Ich habe Angst gehabt, dass die Qualität leidet dafür, aber ich bin extrem stolz auf das Ergebnis. Plattenfirma ist auch zufrieden. Also ja, wir zeigen das euch mal. Und ich freue mich irrsinnig, dass Let's Talk, das neue Album, endlich da ist. Also ich halte es schon in meinen Händen und Sie hören es heute noch. Eine Stunde lang James Cottrell bei uns zu Gast. Aber hier ein Titel, da klingelt sofort. Hier ist er mit Given Up im ABÖ Verkehrsradio. Higher Power, Coldplay hier im ABÖ Verkehrsradio beim Promi-Plausch. Bei mir heute zu Gast James Cottrell und Coldplay gibt so richtig Higher Power. Stimmt das? Die Stimmung vor allem bei dem Song ist einfach wahnsinnig gut. Also es geht einfach ab bei dem Song. Ich höre es und ich muss sofort lauter drehen. Also es ist einfach ein fantastischer Song. Die Higher Power hast du auch sportlich. Nicht nur, dass du ein neues Album hast, sondern yeah, du bist ja auch Marathon gelaufen und hast eine Bestzeit erzielt. Absolut, ja. Ich habe in der Lockdown-Zeit natürlich nicht auftrainieren können und ich halte es einfach nicht aus, einfach zu Hause zu sitzen und habe das Laufen dann etwas ernster genommen und ja, bin beim Vienna City Marathon unter 3 Stunden gelaufen. Also bravo! Irrsinnig stolz drauf, aber nie wieder Marathon, das habe ich mir versprochen, es tut schon verdammt weh, aber ich bin sehr stolz auf mich, ja. Also er sitzt sportlich, agil vor mir. Du hast keinen Kilo zugenommen, wie ich zum Beispiel bei Corona. Alle weggelaufen. Haben viele den Kühlschrank als besten Freund gehabt. Ja. Bei dir war das nicht so, du hast alle Kilos wegtrainiert und bist fit geblieben. Ja, ja, ich freue mich irrsinnig. Natürlich die ersten Monate, ich habe ein bisschen zu viel Bier getrunken, wie wir alle, glaube ich. Ein paar Takeaways, also, ja, alles eher ungesund und ja, alles mittlerweile wegtrainiert und bin fitter als noch nie. Und es hat eine super Auswirkung auf die Stimme auch, weil ich kann jetzt Töne wirklich minutenlang halten, weil ich einfach so viel Luft habe gerade. Also bin froh, ich bin fit und ich bin happy. Das ist schön. Man hört das zu Corona-Zeiten vor allem sehr, selten, sehr gerne. Und selten, dass einer gut drauf ist. Ja. Aber du hast das, glaube ich, gut weggesteckt, oder? Vor allem jetzt ja, auch mit dem neuen Album hast du wieder Energie getankt. Absolut. Also es gibt schon genug Sachen, worüber wir meckern können. Also keine Frage. Aber ich schaue immer auf die positive Seite. Und jetzt geht's wieder los für uns alle. Also lass uns das gemeinsam genießen. Aber verantwortlich, bitte. Ja, und vor allem auf der Bühne, da strahlst du deine positive Energie hinaus. Yes. Und das willst du auch wieder machen. Wir haben natürlich alle Termine auf Instagram, sieht man immer wieder ja, bei dir. Ja, auf Instagram ist es am einfachsten. Einfach at James Cottrell, alles in einer Wurst. Und ja, dann sieht man alles, was gerade aktuell ist. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall auf Tour. Ja, also Frühjahr 2022 ist die große Tour geplant in jedem Bundesland hier in Österreich. Und ich freue mich drauf. Und da wird es sicherlich die neuen Songs zu hören geben. Und wir kommen gleich zu einem. Don't let anyone hold you back. Don't let anyone hold you back, ja. Ist einfach Upbeat ohne Ende, weil wir brauchen alle einen positiven Antrieb. Und das habe ich eigentlich für mich selber geschrieben als Erinnerung. Hey,
sitz nicht auf der Couch die ganze Zeit, tu was. Also ist für uns alle ein Aufruf. Das heißt also richtig in Bewegung kommen, ja. Auch am Sonntag jetzt. Yes, und also genieße das Frühstück und dann, ja, lass eher brunchen, hätte ich gesagt. Sonntag ist für ganz langsame Frühstückszeiten. Also jetzt James Cottrell hier im AP Verkehrsradio mit seiner neuen Nummer. Don't let anyone hold you back. Viel Spaß. Sting and the Police, a message in a bottle. Eine großartige Nummer, ausgesucht von meinem heutigen Gast James Cottrell, sitzt hier mit seinem frisch gebackenen Album. Wir haben auch davor schon die neue Nummer gehört, Don't Let Anyone Hold You Back, und jetzt im Sting. Und da passt auch irgendwie der Titel, du hast mir gerade erzählt, der macht ja auch Wein, Message, ja, in a Bottle. Also Sting ist nicht nur ein Wahnsinnsmusiker, sondern ein Wahnsinnswinzer. Er ist einfach ein Multitalent und in Toskana hat er die Trauben. Und es ist wirklich wahnsinnig guter Wein. Also die eine Flasche heißt schon Message in a Bottle. Es gibt eine andere namens Roxanne. Also die sind alle nach seinen Liedern genannt. Es gibt auch Schokolade mit österreichischer Firma Zotter verbunden. Also das finde ich wirklich gut. Und ja, also er klingt gut und er schmeckt gut auch. Was schmeckst denn du eigentlich momentan? Bist du viel auch kulinarisch unterwegs? Kochst du selbst, wenn du auch ein Kind hast? Ich liebe Kochen. Kochen ist für mich ein Hobby eigentlich. Also nicht nur, okay, ich muss jeden Tag essen, sondern ich genieße das. Und mit Tochter Lilly, also wir kochen gemeinsam. Und das Lustige ist, wir müssen immer einen lustigen französischen Akzent dazu machen. Ich bin Chef Daddy und sie ist Chef Lilly. Und es ist so weit, dass sie, also natürlich mit Unterstützung und Hilfe, alleine also das Gemüse schneidet und wir hauen alles gemeinsam in den Topf rein. Es ist eine wunderschöne Zeit, miteinander zu verbringen und einfach schön. Der Akzent ist witzig, aber ja, gehört auch dazu irgendwie. Du kommst ja eigentlich daher, wo auch Shakespeare herkommt. Yes. Und das hört man dann auch in deinen Texten, oder? Ja, absolut. Also aus meiner Heimatstadt, Stratford-upon-Avon, also ich bin der zweitberühmteste Dichter, aber mit weitem Abstand leider. Wo ist deine Statue dort? Ja, er hat zwei, ich arbeite noch an meinem. Wir werden sie meißeln. Yes, also irgendwie austauschen gegen Shakespeare. Aber man hört sie auch in deinen Texten. Hast du auch ein bisschen, glaubst du, dass das ein bisschen auch eine Inspiration ist, wo du sagst, ich schaue mir auch ein paar Textzeilen von Dichtern, von wie Shakespeare oder anderen Künstlern ab? Ja, also eigentlich, ich habe die klassischen Theaterschriftsteller studiert. Also ja, es gibt moderne Genien, keine Frage, aber ich stehe schon auf Shakespeare und Goethe, also die Leiden, ja, des jungen Werthers. Also das habe ich alles studiert und das erste österreichische Buch war Leutnant Gustl von Schnitzler und die liegen mir alle sehr nah am Herzen und man kann viel von diesen Legenden lernen und ich finde, das heutzutage ist genauso aktuell wie eh und je und das ist der Grund, warum sie zeitlos geworden sind. Und du erzählst ja auch mit deiner Musik Geschichten, erzählst du auch deiner Tochter zum Beispiel, erfindest du dann, bist du dann bei Gute-Nacht-Geschichten sogar ein sehr kreativer Kopf? Viel Fantasie auf jeden Fall, aber gerade ist die Phase, wo alles einhornlastig ist, also Unicorns links und rechts, kleine glänzende strahlende Pferde überall, also ja, das ist ein wunderschönes Alter, also sie ist 4,5 und es ist wirklich, es wird immer schöner, ich warte, bis es nicht mehr der Fall ist und die Teenage-Zeit kommt. Freue mich. Dann wird es schwieriger. Ja, kleine schwieriger. Kinder, ja. Kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja. Das scheint zu stimmen, ja. Also ich genieße jetzt gerade noch jede Sekunde, weil es gerade die schöne Zeit ist. Man sieht ein Strahlen in deine Augen mit deiner Tochter, mit deinem neuen Baby, dem Album, was jetzt frisch auf dem Markt ist. Und da gibt es auch tolle Musik und die wollen wir natürlich auch hören. Delicate, eine Nummer, die auch drauf ist auf dem neuen Album. Ja, ist eine andere Seite von mir. Delicate übersetzt heißt empfindlich, Empfindlichkeit. Und ja, so klingt auch der Song. Ich bin bekannt fürs Gitarrespielen, für fröhliche Melodien dazu. Aber ich kann auch Klavier spielen, wie ich jetzt zeigen würde bei Delicate. Also ja, genieße das.
Lautstark hier mitgesungen im Studio. James Cotrell zu Tina Turner. Simply the best. Eine Powernummer. Simply the best Song, ganz ehrlich gesagt. Das ist ein Evergreen. Die Stimmung bei dem Song ist einfach fantastisch. Man hört ja auch immer wieder die Nummer rauf und runter. Sie wird so viel nachgesungen. Aber Tina Turner hat so eine einzigartige Stimme, oder? Ja, und ihre Bühnenpräsenz ist einfach nicht zu toppen. Auch in ihren 80ern. Sie hat mehr Bühnenpräsenz wie die meisten Jungen. Sie gibt Vollgas. Sie ein Powerhouse, super Frau, super Musik und ich bin ein Riesenfan von ihr, keine Frage. Aber auch du bist eine Rampensau, du bist auch einer, der Power auf die Bühne bringt. Absolut, also ich singe immer aus dem Herzen und es ist immer bei jedem Konzert, es ist niemals eine Wiederholung, okay, das singe ich jeden Tag in derselben Reihenfolge, es ist immer, ich weiß, mit welchem Song ich als Erster auf die Bühne gehe und dann schaue ich das Publikum an und denke, okay, heute sind wir ein bisschen leidenschaftlicher unterwegs oder ein bisschen ruhiger unterwegs und steuere das Programm. Und mittlerweile bin ich beim 4. Studioalbum und habe genug Programm, um das machen zu können. Also es ist wirklich schön. Es gibt ja viele Interpreten, die dann einen Song, der vielleicht sehr erfolgreich war, nicht mehr so oft spielen wollen. Yeah. Gibt es Unbreakable hat jetzt, glaube ich, 11 Jahre gefeiert, 2010 rausgekommen. Genau, das ist mittlerweile kein Baby. Das ist ein Teenager, meldet sich nicht mehr, ist einfach unterwegs in der Stadt. Ich bin irrsinnig stolz auf den Song. Also klar, also das war mein Durchbruch. Und aber ich höre die Aufnahmen nicht gerne, das habe ich schon zu oft gehört, aber live spielen ist immer geil, weil dann bin ich im Moment und ich rufe immer die Gefühle von der damaligen Freundin nochmal auf, um das wirklich aus dem Herzen singen zu können. Also das live zu spielen geht, aber die Aufnahme, ja okay, ich freue mich, dass es noch gespielt wird natürlich, aber ja, natürlich. Ich muss es selber nicht mehr hören. Aber großartige Titel, die du natürlich schon in deinem ganzen Leben raus geschossen hast in unseren Radios. Aber was du auch gemacht hast, war tanzen. Dancing Stars läuft gerade wieder. Schaust du, verfolgst du das noch? Oh ja, ich drücke die Daumen für Nina Kraft. Echt? Ja, ja cool. Also yes, das war eine schöne Zeit, ist auch ein Jahrzehnt her, also 2011. Ich habe mich sehr gefreut eigentlich, dass es wieder losgehen darf. Und ja, also viel Glück, Nina. Aber bist du heute noch Tänzer? Hast du etwas mitgenommen von damals? Das Problem ist, ich habe noch damals kein Rhythmusgefühl gehabt und heute noch weniger. Und das sage ich als Musiker. Also es ist irgendwie eine völlig andere Fähigkeit, das aus den Hüften zu bringen, als aus den Händen. Also mit den Händen habe ich viel Rhythmus. Aber jetzt habe ich die Ausrede, ich bin stolzer Vater geworden und kann wie ein Vater tanzen. Das heißt, es ist mir egal, dass es schlecht ist. Ja. Ich genieße es. Ja, also ich tanze leidenschaftlich, aber grottenschlecht. Ein Cha-Cha-Cha werden wir schon zusammenbringen. Absolut. Du hast auf jeden Fall auch tolle Musik mitgebracht, wo wir auch tanzen dürfen. Hopeful Hearts, Hopeful eine Hearts. Nummer. Ja, also das ist sehr positiv, uplifting, also ist ein bisschen flotter, ist Classic James Cotrell insofern, dass die akustische Gitarre direkt in der Mitte steht, aber die Message beim Song ist, sei immer hoffnungsvoll, es geht weiter, weil einige waren natürlich alleine und sehr einsam in der Corona-Zeit und es ist eigentlich an sie gewidmet, weil die haben das mit Abstand am schwierigsten gehabt. Ja, und Hut ab. Hast du eigentlich auch Erlebnisse gehabt jetzt so zu Corona-Zeiten, wo du Freunde ein bisschen Positive Vibration mitgegeben hast auf den Weg, wo du zugehört hast oder umgekehrt? Ja, weil viele brechen einfach zusammen nach so viel Zeit alleine oder halt eingesperrt, weil alles geschlossen und vor allem, also ich hab Lockdown 1 in England verbracht. Zum Glück haben wir Kaiserwetter gehabt, wie es auch hier in Österreich war, aber beim zweiten Lockdown, wir haben dann den klassischen Niesel-Nebelwinter. Das ist sowieso schwierig. Und dann Lockdown dazu. Ja, also einige Freunde sind einfach zusammengebrochen und in Tränen ausgebrochen, regelmäßig und Depression und Melancholie und alles. Und, boah, an diese Leute ist der Song gewidmet, weil ja, es ist, um zu sagen, es wird ein Ende zu diesem Problem geben und wir können hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, auch Absolut. Wenn jetzt die Tage kürzer werden im Herbst und im Winter. Gibt es doch Tageslicht ja. Und irgendwann einmal kommt auch wieder der Frühling und der Sommer. Ja. Und dazu haben wir jetzt einen Song von James Cotrell, der uns ein bisschen aufbaut, der uns positive Energie schenkt. Viel Spaß mit Hopeful Hearts.
Das war Harry Styles mit Adore You, eine lässige Nummer, hochaktuell. Ich finde ihn einfach hervorragend, ich hoffe euch auch. James Cottrell, heute hier bei mir zu Gast im Promi-Plausch im AB-Verkehrsradio. Und wenn man so deine Musik lauscht, du bist sehr breit. Das heißt, dir gefallen schon Pop, Rock, Balladen, alles. Ja. Du bist Genre nicht gebunden. Nein, also Genre spielt keine Rolle für mich. Die Hauptmelodie spielt die Rolle. Also eigentlich privat, ich höre irrsinnig viel Metal. Metallica, Iron Maiden, AC/DC, also wirklich Rockmusik und auch Hard Rock, Trivium, also wirklich, also wenn man denkt, was, und dann schreibst du Pop und Nora Jones ist meine Lieblingssängerin dazu, also es ist extrem divers, ja, weil ja, Musik ist sehr vielfältig, wie das Leben und ja, ich kann nicht sagen, ich höre nur das oder das, das wird dann langweilig. So soll es auch sein. Eine geile Nummer ist eine geile Nummer. Ob es Pop, Jazz, Soul, R&B, ist egal. Macht das Leben bunter. Eben. Auch in der Kulinarik essen, was dir schmeckt und das sehr vielseitig. Obwohl das gesagt, ich könnte Lasagne genauso wie Garfield jeden Tag essen. Oh yes, Lasagne ist perfect. Also was gibt's nichts zu mögen? Gute Fleischsoße, gute Nudeln und Käse, was will man mehr vom Leben? Jetzt kriegen wir langsam Hunger. Kurz vor 12 kommt James Cottrell mit Lasagne. Hast du da ein eigenes Rezept? Ja, also bei mir, genauso wie alle Familien, ich versuche so viel Gemüse als möglich rein zu verstecken, weil es ist so eine diverse Speise. In Italien, die würden mich köpfen dafür. Aber hier in Österreich, ich darf dann Karotten ruhig verstecken, Pilze, Erbsen, passt alles rein. Sogar Paprika, aber nicht die grüne, das ist zu bitter. Also jetzt sind noch auch kulinarische Tipps von James Cottrell bekommen. Musikalische Tipps kriegen wir auch ganz viele heute mit auf dem Weg. Und ab nächsten Jahr gibt es auch deine Tour. Erzähl mal, ja. Wo hast du überall vor zu spielen? Ja, also Let's Talk ist auch der Name vom Tour, weil wir endlich face-to-face miteinander reden dürfen und nicht mehr eingesperrt sind, was echt toll ist. Und ja, also ich habe vor, in jedem Bundesland zu spielen im Frühjahr 22 und ich freue mich auf euch alle. Und das wird cool. Wir werden Songs hören, die wir heute schon gehört haben, wie Don't Let Anyone Hold You Back oder auch Delicate. Wir haben Hopeful Hearts, aber auch deine Klassiker, oder? Ja, also es ist natürlich ein Luxusproblem, dass ich die alten Lieder noch spielen muss. Ja, na, es ist absolut fantastisch. Ich darf das machen. Das ist echt großartig, weil ich darf nicht vergessen, der Grund, warum ich auf der Bühne noch stehen kann, ist wegen dem Erfolg von Giving Up, Unbreakable, So Nice. Und die Lieder, weil ich die alle selber geschrieben habe, die sind wirklich Babys von mir. Und was sie geschafft haben, mittlerweile ohne mich, ist ein Wahnsinn. Und ich habe nie damit gerechnet, ich nehme es nicht als selbstverständlich. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese mittlerweile langjährige Unterstützung. Also, und wenn man dich hört, vor allem im Auto, dann passiert eines, man dreht lauter. Yes, ich finde, so. Bei dir ist es so eine groovy Musik, man kann sie beim Autofahren hören. Yeah. Bist du auch einer, der lautstark beim Autofahren Musik hört? Es wird immer lauter, sogar bei ganz schön langen Strecken. Also ich fahre meistens selber zu den Konzerten, weil ich mag immer bodenständig bleiben. Ich habe einmal einen Tourbus gehabt und ich war so, das ist für Freddie Mercury, das ist nicht für mich. Irgendwie, auch das erste Mal, wo ich auf der Hauptbühne beim Donnersfest gespielt habe, ich bin mit der U-Bahn gefahren, genau mit demselben Publikum, Gitarre auf dem Rücken und bin dann auf die Bühne in meine Flipflops gegangen und habe für die 100.000 Leute gesungen, weil ich muss bodenständig bleiben, sonst stehe ich da wie ein gehobener. Ja, deswegen stehst du auch ohne Schuhe, genau, immer auf der Bühne, geerdigt. Immer bloß Hubbard. Ja, genau. Es sieht vielleicht lustig aus, aber ich bin ein geerdigter Mensch, ich bin bodenständig und es muss auch so bleiben. Auch wenn ich 10 Trilliarden Platten verkaufen würde, es muss so bleiben, weil wir Musiker alle haben die Verantwortung, irgendwie die Kultur zu spiegeln und irgendwie unsere Message dabei zu erzählen. Und wie kann ich das machen, wenn ich nicht mit der Community verbunden bin. Also es ist ganz wichtig. Also wenn ich wieder auf so eine große Bühne spiele, dann bin ich auch wieder in der U6 zu sehen. Oder wenn Sie gerade mit Auto unterwegs sind, jetzt Fenster runter, lautstark aufdrehen, weil wir hören jetzt was Neues von James Cottrell mit yes. 24 Roses. Erzähl einmal. Das ist eine klassische Liebeserklärung, aber es ist eine erfundene. Also die meisten Lieder von mir gehen um echte Personen, aber ich wollte mal einfach versuchen, wie es ist, einfach eine Liebeserklärung zu machen, ohne an eine gewisse Frau zu denken. Also es ist einfach neutral, aber eine schöne, fröhliche Liebeserklärung. Ja. 24 Roses, James Cottrell, jetzt laut aufdrehen.
Oh, eine Liebeserklärung. 24 Roses, James Cottrell hier im AB Verkehrsradio. Diese Songs sind alle sehr intim aufgenommen worden im Schlafzimmer. Ja, also very, very personal, hautnah. Hört man auch, ja. Also auch die Matratzen waren inklusive? Ja, ich hab zwei Matratzen aufgestellt, um eine so Art V um mich zu bauen als Tondichtung. Und ja, hat funktioniert. Unglaublich, wie viel Persönliches von dir auch da rauskommt. Du hast ja natürlich dich da wieder auch reingesteigert. Du bist da dann in einen Flow, glaube ich, und machst dein Album einmal wirklich fix fertig, ohne dich links und rechts irgendwie umzusehen, oder? Ja, also ich habe vor allem bei dieser Aufnahme überhaupt keine Ablenkung gehabt, was echt schön war. Also normalerweise, du hast dann ein paar Live-Termine, dann ein paar Promotion-Termine, dann TV-Auftritte, was auch immer, und nebenbei schreibst du, nimmst auf, was auch immer. Aber dieses Mal war es sehr fokussiert und gezielt. Ich nehme ein Album auf. Punkt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es wie eine gut erzählte Geschichte klingt und ist, es hat den roten Faden. Es hat klassische James Cottrell Sounds, aber auch viele erfrischende Neuigkeiten dabei. Und das ist wie, wenn man einen Cocktail mixt, hat man hier James Cottrell perfekt zusammen kreiert mit einem tollen Mix an tollen Songs. Und du hast natürlich noch einen Song mitgebracht. Davor möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass im Frühling losgeht, dann live wieder auf der Bühne in ganz Österreich. Frühjahr 2022, James Cottrell in jedem Bundesland, also egal wo ihr heute hört, ich komme zu euch. Und das ist gut so. Und vor allem eines ist klar, wenn es sonstige Termine gibt, alle nachzulesen, immer auf deiner Instagram-Seite, James Cottrell zusammengeschrieben, und schon ist man informiert, wo du überall zu sehen bist mit deiner Gitarre oder, wie wir heute auch gehört haben, am Klavier. Genau, also goldrichtig. Also ja, Klavier wird auch dabei bei der Tour, weil ich habe 2-3 Lieder am Klavier zu spielen, aber auch die Klassiker auf der Gitarre. Ob Unbreakable oder hochaktuell, Don't Let Anyone Hold You Back und alles inzwischen. Also, was spielst du eigentlich alles für Instrumente? Viele? Eigentlich alles, was man in einer typischen Pop-Rock-Band sieht. Also Schlagzeug, Bass, Klavier. Akustische Gitarre darf ich auch nicht vergessen, natürlich. E-Gitarre eher weniger, weil ich kann nicht solieren. Ich bin eher der Rhythmus-Typ. Ja. Aber genau so sieht man dich dann auf der Bühne und man hört es jetzt schon in deinen neuen Songs. Eine Nummer hast du noch mitgebracht. Ich möchte mich aber jetzt schon mal bedanken bei dir für großartige Musik, für eine großartige Stunde, und hoffe, dass wir dich so bald wie möglich wieder auf der Bühne sehen. Vor allem, ich freue mich dann schon auf die Tour 2022 und natürlich auf viel Musik. Hier bei uns wird es immer wieder James Cottrell zu hören geben, versprochen. Und dir jetzt mal vielen herzlichen Dank für dein neues Album. Na, die Freude war ganz meinerseits. Also vielen lieben Dank an dich, Manuel, und auch an alle Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist aber leider Zeit, dass ich euch let you go, weil die Stunde ist leider zu Ende. Also passende Titel zum Schluss heute, let you go. Viel Vergnügen, danke fürs Zuhören und auf bald.